Was geht, Leute? Mein Name ist Andrew Fox und es geht wieder weiter mit Fallout 4 in VR. Diesmal eine Relaisstation, die aber ein robotisches Geheimnis hinter sich hat. Ich bin gespannt, was uns erwartet. Ich sag nur ein Wort: Robobrain. Bis gleich. So. Von ihr aus könnte man sagen, nicht gerade gastfreundlich. Dann dreht man sich um. Überhaupt nicht gastfreundlich. Ghost traut sich was, der geht einfach rein. Aber wir gehen da ein bisschen mit Vorsicht. Denn hier ist alles voller Fallen. Ja, findest du mal wieder langweilig? Ich finde das spannend. Ich mag Fallen zu entschärfen. Der Radar ist ruhig. Sieht aus wie eine Vault. Ist aber keine Vault. Ist eine Relaisstation? Eine Relaisstation, die irgendwie von einer künstlichen Intelligenz ausradiert wurde. So die Story von der letzten Folge. Aha, interessant. Wir gucken uns einfach mal hier ein bisschen um. Und hoffen, dass wir hier nicht in die Luft gejagt werden. Oh, sieht doch nett aus. So mit der Weihnachtsbeleuchtung. Mal ein bisschen zügiger hier ran. Ich denke, es wird hier nicht allzu groß was passieren. Sonst hätten wir wahrscheinlich schon was abbekommen. Laser. Jones Terminal. Entry 1. Coding thing is awesome. Okay. Euphorie at its best. Teleportation is awesome. Hell yeah. Psychological warfare is awesome. Okay, jetzt wird's weird. Oh Gott, no more. Please listen to me. Stop it. Stop it. It. No more heads. Okay. 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 Okay, da ist wohl jemand ein Stück weit wahnsinnig geworden. Es wird interessant. Gehen wir mal hier rein. Also ich glaube, dieser Laser da wird wohl nicht sonderlich gesund für mich sein. Deswegen halten wir da ein bisschen Abstand. Aber mehr ist hier eigentlich auch nicht. Ich glaube, dieser Raum bezweckt eigentlich nur so ein bisschen Story-Inhalt, was hier eigentlich passiert. Mehr ist hier eigentlich nicht. Keine Interaktionsmöglichkeit. Deswegen gehen wir jetzt hier einfach weiter. Ghost wartet auch schon auf uns. Hier geht's zur Kantine. Ja, dann gehen wir mal zur Kantine. Ne, ja, das ist nur Abwasser. Ich habe gedacht, ich habe irgendwas rollen gehört. Immer schön aufpassen. Wie gesagt, hier ist alles voller Fallen. Auch gucken, ob sie irgendwelche Zeichen gibt. Radioaktivität, oh. Zu irgendwas. Ein Knopf ist da. Dann können wir es mal schnell hin und den Knopf verdrücken. Aha. Okay. I see. Wir wurden gerade in eine Falle gelockt. Ob das die AI war oder das nur ein Sicherheitsmechanismus war, aber ziemlich sicher ist, dass die beiden Dude hier das nicht überlebt haben. Aha, wieder. Red Away nehmen. Und heilen. Was ist los, Ghost? Hey. Komm. Weiter geht's. Show ist noch nicht vorbei. Ganz ruhig. Feuerbereitschaft? Ich glaube, wir werden erwartet. Ghost? Zahn. Jetzt wird's spannend. Kommst du jetzt bitte? Over here. Was ist los?
Move here. Was hast du denn? Ich glaube, jetzt hat er Schiss. Seit wann hat er Schiss für Robotern? Okay. Ready? Ready. Lava. Ich sehe oben. Okay. Was haben wir denn für einen? Weit weg zum Scannen. Wird gerne gucken, was das für einer ist. Ein bisschen weiter runter. Utility Protection. Okay. OpenClapedia. Waiting for variables. Utility Protection. The Utility Protectrons are Type 3 Protectrons. They are originally designed to protect it from construction hazards, but now protect them from whatever they may fight in the wastes. They are armed with two-nail guns. Okay, also keine... Nahkämpfer. Ich zähle, wir müssen so um die 4 sein, wenn ich mich nicht täusche. Give me a combat chance. Ready for variables. 4 Utility Protectrons. Calculate. Environment value. Around building. Calculating. According to my calculation, with the chance of only 27%, the success is absolutely not guaranteed. 27%. Prozent. Just give it a try. Alter! Oh, fuck! Oh, ernsthaft? Ja, das hat ja super funktioniert. Okay. Wir saven erstmal. Und dann brauchen wir einen Plan. Also, so wie das aussieht, wurde ich ja durch die Laser getötet. Oh, fuck! Alter! Ich fange ja jetzt schon an zu schießen. Ich dachte, er hätte noch ein bisschen Chance gehabt. Fuck, ey. Boah, so hoch komme ich gar nicht. Fuck, wie viel leuchtet da denn bitte rot? Ich weiß gar nicht, ob ich so viel Munition verschwenden möchte. Aber was ich sagen wollte, das ist quasi eine Abwehr. Oh, shit, ey. Oh, die machen echt guten Schaden. Ja. Was? Okay. Auch gut. Mein Kopf tut weh. Ups, nein, da wollte ich nicht hin. Wie wär's, wenn ich meinen Kopf erstmal irgendwie was Gutes tue? Du müsstest mir nur sagen, wie. Okay. Wir brauchen einen Plan, Ghost. Wir safen mal und dann destroyen wir einfach mal durch die Ecke. So. Oh, fuck. Ja, das funktioniert auch nicht. Das sind einfach viel zu viele. Weiß nicht, ich versuche die mal anzulocken. Ich will nämlich, dass sie dann da runterfallen. Oh Gott, da machen die einen Schaden, ey. Da bin ich eigentlich das Wahnsinn, dass ich überhaupt sowas mache, dass ich diesen Level überhaupt ausgewählt habe. Ich bin doch des Wahnsinns.
Aber vielleicht zack, boom. Nein, du hättest bestimmt noch was für mich gehabt. Egal, aber das ist eine gute Taktik. Die springen alle... Die begehen alle Selbstmord. Ja, oh, du wurdest getroffen. Ah, Ghost, Vorsicht. Ja, das überlebst du. Bravo, bravo, Junge. Wir bleiben einfach in Deckung. Feige wie eh und je. Zack, und der nächste down. Mal eigentlich gar keine Munition verschwenden. Ja, der nächste kommt demnächst. Der nächste fliegt dann auch runter. Dann holen wir schon mal den zu uns. Mal warten, einfach Geduld. Ach du Fuck. Ach du Fuck. Ja, okay. Bin ich zufrieden. Da laufen schon die nächsten zwei. Ja, ist halt ein langer Weg. Wie ging das Lied? Aber noch die letzten zwei. Ein erschwerter Weg. Warten einfach bis die nächsten. Ah, die haben schon die Suche wieder aufgegeben. Mal ein bisschen triggern. Mal wieder. Oh fuck, in Deckung gehen. Geht mal schön in die Beine. Gut, du gehst in Sicherheit. Müssen wieder Agro ziehen. Wo stolzieren die rum? Ich sehe sie gerade nicht. Alter, guckt euch diese Nägel an, diese verschießen. Ist doch des Wahnsinns. Oh Gott. Gut, dann safen wir und dann müssen wir erstmal herausfinden, ob wir überhaupt da vorbeikommen, um den nächsten Plan zu schmieden. Aber ich glaube, als erstes sind wir hier safe. Okay. Und los. Defeat the real AI. Okay. Macht es? Nee, es macht. Wir müssen das Ding erstmal irgendwie ausschalten. Gut, die haben wenigstens so eine kleine... Macht keinen Schaden, okay. Wir müssen das Timing abwarten und hoffen, dass wir keine in die Quere kommt. Ghost wartet da, das ist schon mal gut. Auf das Timing warten und so, jetzt. So. Oh fuck. Aha. So läuft also der Hase. Da müssen wir hoch. Das wird witzig. Können wir eigentlich hier runter oder kommt es dann auch? Okay. Wir können hier. Oh fuck. Oh, ich bin ja schon. Ganz kurz erschrocken. Wir können hier in Ruhe looten. Denn wir müssen irgendwann mal, glaube ich, auch ausweichen. Head over there. Komm mal hier. Komm mal her. So, Doggy, du wartest jetzt hier. Okay? Wait there. Gut, ich komme nachher wieder. Ich hole dich, keine Sorge. Munition, ich glaube, da müssen wir auf was Härteres wechseln. Wir haben leider nichts Besseres. Außer... Tschüss, Shorty. Außer diese Waffe. Oh, ernsthaft? Okay. Nächstes Level. Das... Oh, mit Sprung sogar.
Safen wir natürlich. Nicht nur wegen meiner Dummheit, wie gerade eben gesehen. Okay. Easy. Mal gleich den zweiten Sprung. Easy. Safen wieder. Also, sorry, aber hier muss ich echt safen. Das will ich nicht dem Zufall überlassen. Gibt es jetzt noch keine Robots zu sehen? Die machen mir nämlich mehr Angst als diese Rays of Death. Oh fuck, ich häng. Okay, müssen den Weg nehmen. Aber ist cool. Ist echt cool. Macht Fun. Mal was anderes. Ist ein bisschen tricky alles. Mit Sprung wieder. Ja! So, Konzentration jetzt. Yes! Fuck, hat er mich. Der hat gut abgezogen. Das macht gut Schaden. Okay. Aber wir kommen immer höher. Und dann bin ich gespannt, was uns erwartet. Denn ich denke, das wird nicht alles sein. Wenn man glaubt, ha, mache ich hier so ein Parcours und dann fertig. Belohnung, zack. Nee, nee, nee. Dann geht's erst richtig los. Okay, geschafft. So. Muss man nur irgendwie. Ja gut, wenn ich schon unten bin. Dann hole ich kurz Ghost. Und dann sehen wir uns oben bei der Stelle. Und dann hoffe ich, dass mal was passiert. Okay, ich habe keine Ahnung, wo Ghost ist. Oh, da hat man ihn gehört. Ja, der kommt schon wieder. Wir sind jetzt hier oben. Da, Computer. Relay Control. Was, Error? Organic Component, Reinstart, Check Relay Loading Mechanism. Shutdown Relay Control, Shutdown, please stand by. Okay. Ist geshutdowned. Gut. Dann geht's jetzt hier weiter. Alter, könnte man denken, Bruderschaft der Dunkelheit oder wie die heißen. Eine Waffe. Relay Cell? Was ist das? The Rogan's Pistol. Macht gut Schaden? Aber Pistolen sind wir jetzt nicht die Freunde, wissen wir. Aber guck mal, was wir hier so für Einträge haben. This goddamn gun. Okay. Psych Warfare Program probably won't pan out in the long run, so it's back to square one if all else fails. If the army comes knocking, I've told the boys we need a deliverable, so that's this thing, the Rogans, the relay gun. Problem is we only could produce the one, and it needs special ammo, and we can't get the selector to work right. Right now it spawns everything from stimpaks to freight trains. And the AI is shit at choosing. Whatever. We will figure it out. We've got time. Oh, also eine random Machine? Ja, hier ist wirklich fast eine random Machine? Wenn, oh, das wird fucking interessant. Eine random Machine. Also, eine random Machine. Auf jeden Fall gleich draußen ausprobieren. Den Weg erspare ich euch. Wir sehen uns draußen. Bis gleich. So, wir sind wieder draußen. Draußen ist doch am schönsten. Und ich habe mir diesen Platz ausgesucht. Der Weg zurück war gar nicht mal so schwer.
Irgendwie zu einfach. Leider keine Robo-Brains. Aber wir probieren jetzt die neue Waffe aus und bin mal gespannt, was passiert. Viel Munition haben wir nicht. Wir safen. Denn das ist ja bekanntlich die Random Machine. Okay. Sind wir bereit? Tracking noch nicht. Okay, und los. Was läuft da rum? Hört ihr das? Ein Deer! Okay, okay. Ich merke, das ist die dumme Stelle. Oh Gott, das wird da nie wieder rauskommen. Das erlösen wir. Tut mir leid. Okay. Alles war eine dumme Stelle. Wir nehmen jetzt einfach mal die Stelle. Okay, next try. Okay. Ja, wahrscheinlich die Reichweite zu weit, okay. Noch ein Red Stack, okay. Oh fuck! Sins! Sind und der Red Stack ist auch feindlich. Das heißt, alle random Objekte sind dann automatisch feindlich. Okay. Okay, zwei machen wir noch. Und dann gehen wir weiter. Denn es könnte gefährlich werden. Leute, es kann alles kommen. Das ist die Random Machine. Die Maschine aus der Hölle, die Pistole aus der Hölle. Da kann alles kommen. Wir müssen damit rechnen, dass auch etwas sein könnte, was uns umbringen könnte. Okay. Noch ein Red Stack, okay. Oh, fuck! Scheiße! Scheiße! Ich hab euch gewarnt. Oh, fuck. Haben wir Granaten? So, haben wir gute Treffer. Den kriegen wir. Oh, der hat nicht mehr viel. Wird auch noch dunkel. Yes. Motherfucker. Puh. Geschafft. Also die Random Gun, die machen wir nicht nochmal so schnell. Oh, ist so dunkel. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Wir warten, bis es hell ist. Und dann geht's weiter. Guten Morgen. Hallo? Ein iBot. Okay, also wir haben irgendeinen Punkt in der Karte bekommen. Okay. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt
wir uns die Karte in etwas Kleines, sodass wir noch in der kurzen Zeit machen können. Mass Fusion müssen wir sowieso, deswegen machen wir doch den See zu Ende. Und, ja, den See zu Ende und dann würde ich sagen, müssen wir auch langsam mal zurück. Die Munition geht mir aus. Ich muss wieder craften. Drei Hunde. Ach du Scheiße, haben die sich vermehrt? Machst du das, Ghost? Die haben sich vermehrt, ey. Ja, komm. Hör auf zu spielen. Ach, da unten ist sogar eine Quest für uns. Ernsthaft? Richtung Osten? Na, ich glaube, das ist ein Bug. Ich weiß nicht, warum. Warum sind da vier Hunde? Ich kann sie nicht anvisieren. Außerdem, das war ein... Oh, Munition. Reicht zwar nicht, aber immerhin besser als gar nichts. Wir haben hier einen Siegebreaker Sentry Bot. Den habe ich schon gelootet. OpenClapedia. Ready for variables. Siegebreaker Sentry Bot. The Siegebreaker Sentry Bots are Type 2 Sentry Bots. They are rare and stronger variants of the normal Sentry Bots. These types of Sentry Bots can deal lots of damage towards their enemies, have a higher perception and higher resistance. The name implies that they were intended to break enemy fortifications. Okay, also hello. Also wir haben hier einen High-Tier-Robot vernichtet. Gut, haben auch viel Munition gebraucht. Und wir haben Gott sei Dank Deckung gehabt. Das hätte sonst nicht funktioniert. Wild Mongrel, 4 Stück. Ist das komisch, dass die da so rumsitzen. Mich beschleicht das Gefühl, da ist irgendetwas. Warum? Das ist doch unnormal für Mongrels, dass sie da so... Da ist aber nichts. Ah, toll. Toll! Ja. Ja, jetzt gehen sie. Das ist typisch. Komm. Ja. Ich hätte es auch einfach so lassen sollen, aber nein. Das ist komisch, dass der Questmarker dahin zeigt, obwohl da nichts ist. Oh shit. Soft schon mal lag. Upsala. Hey. Go check that out. Mach mal. Ich geb die Rückendeckung. Ja, ich wusste es. Warum habe ich das getan? Das kriegen wir hin, der flüchtet jetzt. Wow, das ist auch noch legendary. Shit. Give me a combat chance. Okay, give me the variables. 2 softshell Myolurk. 1 legendary softshell Myolurk. 1 legendary softshell Myolurk. Calculate. Environment value. Around building. Calculating. Eigentlich open field, aber egal. According to my calculation, there is a 112% chance to win this fight. There is absolutely no danger to fear. Als ob! Da hast du wahrscheinlich irgendeinen Knick in deiner Berechnung. Aber so einfach ist das nicht. Das Safen. Markend. Ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt...
auch einfach skippen. Denn da wird's, glaube ich, interessant. Aber er will's nicht anders. Fuck, noch einer. Immer schön ins Gesicht. Komm schon. Yes. Und die Schale auch noch weg. Ja, können wir verkaufen. Aber da ist noch einer. Ja, komm, die machen wir alle. Das schaffen wir. Wo ist die Mitte des Raumes? Da ist die Mitte des Raumes. Braveheart-like. Rein geht's. Zack, in your face. Ist alles? Da war doch noch einer. Da ist er. Der war ein bisschen härter. Oh, das war auch ein richtiger Meierlag. Aber war das nur ein Legendary? The Cape. Scheinbar nur ein Legendary. Ich weiß, wir können Level up. Aber das sparen wir uns fürs nächste Mal. Denn ich glaube, so viel gibt's eh nicht, dass wir Level up müssen. Also zumindest habe ich jetzt gerade keine Peilung, wo ich eigentlich hinlevel. Monitor Station. Water Quality Station. Okay, ich sehe hier einfach alles nur mit Extreme und Contamination. Nicht trinkbar. Okay, Water Quality Incident Report. Ach, sorry, wieder was zum Lesen. Current tally water quality seems to contain level. Ich überfliege das jetzt mal, aber ich glaube, da wird nichts Interessantes. Nee, alles high. Fishing Tournament. Ja, kommen wir aber halt ein paar Jahre zu spät. Ja, das Wasser ist halt schlecht. Was will man dazu sagen? Nach so einem Fallout. Kurzes Gucken. Warten. Oh, toll, jetzt ist die Brille beschlagen. Aber ich würde sagen, ein bisschen machen wir noch. Das werde ich einfach überstehen, dass die Brille ein bisschen beschlagen ist. Weil man schwitzt halt drunter schon arg. Es ist Sommer, mein Gott. Gehen zu. Ich glaube, das ist ein Park. Aber immerhin. Richtig anziehen könnte ich die Brille. Das ist ein Vergnügungspark. Na, was heißt. Nein, nicht Vergnügungspark. Ein Park halt. Ihr wisst schon, was ich meine. Ein Park. So ein Picknickpark halt, wo man mit Familie und so geht. Oh ne, Angel. Und so. Gehen wir auf jeden Fall nochmal hin. Und gucken, ob da vielleicht noch irgendwas ist. Man weiß nie. Abgesehen von den riesen Stechmücken. Ja, nachladen ist blöd. Aber das ging ganz gut. Schon wieder. Bloodbug. Brahman. Also so am Ende der Karte, dass da noch irgendwas ist. Das verwundert mich ein bisschen. Bloodlease. Ekelhaft. Da könnte man denken, so am Ende der Karte ist einfach nichts. Aber hier ist was. Irgendwas. Im hinteren Eck? Was ist hier? Was war das? Was ist das? Okay.
Das werden wir wohl bei der nächsten Folge erfahren. Was ist dahinter? Irgendwas ist da. Die Karte zeigt nichts. Ich bin gespannt. Ab zur Atmod. Mich beschleicht irgendwie das dumpfe Gefühl, dass dahinter irgendwas ist, was vielleicht ein bisschen zu groß für uns sein könnte. Ich meine, wir haben nicht viel Munition. Gut, wir haben noch Energiewaffen. Aber dahinter ist irgendetwas. Ich fühle es. Das war mysteriös. Beim nächsten Mal wird spannend. In diesem Sinne, euer Enero Fox. Ciao. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.